Hast du schon angefangen? Ja. Soll ich wieder ausmachen? Nö. Ja, jetzt habe ich das Ganze hier ausgesägt und auch die ganzen Kanten abgeschmürgelt. Und jetzt bin ich dabei, die Linien jetzt erstmal mit Edding hier, wasserfester Permanentmarker, hier übertragen quasi. Damit wir dann anfangen können, das Ganze auszumalen oder anzumalen. Weißt du, was mir an dem Ding am besten gefällt? Die Maus, ne? Ja. Die Maus ist süß. Aber das Gesicht finde ich auch richtig cool geworden. Ich habe gedacht, so eine große Fläche, da muss man doch irgendwas Kreatives noch draus machen. Und da habe ich die Tasche dahin und gesagt, naja, ist auch ein bisschen langweilig. Also haben wir da kurz die Maus reingesetzt. Soll ja auch schön aussehen hier, nicht nur funktionabel sein. Guck, und eine andere Hand. Sieht so aus, dass er dann so, weißt du? So einen Ball in der Hand so. Ah, ach so, als ob er ihn dann wegbumpst oder so. Und hier kann man dann einen Stab machen. Aha. Die oben dann vorsichtig spielende Kinder. Oh ja, das wäre auch eine Idee, genau. Okay, als ob das er da ein Plakat in der Hand hält. Aha. Da müssen wir nochmal Gedanken drüber machen. Ja. Ja, gut. Ja, nee, haut ruhig drauf. Ach so. Ist ja langweilig, wenn du diese winzige Rotzen-Videos. So, jetzt geht ein Streifenpulli. Und jetzt kommt die Abschluss der Weste hier. Und der Kragen. So. Auch wieder die Weste. Mal gucken, wie ein Ball mit der Hand. Also ist die rechte Hand, das heißt eigentlich können wir den Ball einfach weiter malen. So, da brauchen wir gar keine Finger malen. Verschwindet ja hinterm Ball die Finger. Hübscher Bär. Hübsche Maus. So. Ich habe ein bisschen zu viel weggesägt. Okay, müsste es eigentlich so gehen. Ah, okay. Aber das ist mir noch gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ich denke, das wird keinen auf. Ja. Und wir erzählen es auch wie keinem. Wie mit den Lobodots damals. Weißt du, ich sehe tausende Fehler und die Leute sehen die überhaupt nicht. Naja, weil die ja dann auch nicht wissen, wie du es geplant hattest. Ja, schon. Aber man ärgert sich schon selber dann. Und ist jetzt selbst der größte Kritiker. So. Jetzt geht's an die Maus. Jetzt müssen wir achten, dass man die Spitze nimmt. Damit hier die Linie nicht zu dick wird. Und das mal gucken. Dann machen wir hier die Ohren. Kannst du ja wieder wegschmürgeln. Das sollte ich auch machen. Ist doch etwas zu dick, der Edding. Ach, schade. Ja, für die Feinlinien schon. Ja, die Feinlinien würde ich dann halt mit Acryl machen oder so. Ja, damit ein dünneren. Dann haben wir noch dünnere Eddings. Ja? Glaub schon. Gut. Ja, immer mit dem Ball. Dann machst du so einen. So einen, so einen Strandball. Vom Muster her meinst du jetzt? Mhm. Weil für einen Strandball ist es ja viel zu klein. Also in meiner Vorstellung war der Ball rot. Komplett rot? Ja. Ist ja langweilig, oder?
An sich sagt. Man kann es auch komplett rot machen. Wie du magst, ist deine Figur. Eieiei. Okay, also brauchst du gleich mal Schmirgelpapier. Aha. Und dann kann ich weitermachen. Okay. So. Tschüss. Eigentlich wollte ich ein 30-Minuten-Video oder so, aber... Ja, das kann ja keiner festhalten. Wieso stoppt das nicht?